Also über mangelnde Beschäftigung am Anfang kann man sich nicht beklagen. Hey Leute, willkommen zurück zu dem Retro-Projekt Will Walk. So, wir wissen eigentlich gar nicht so genau, was wir hier tun sollen. Außer natürlich auf alles ballern, was sich bewegt. Offenbar können wir hier ziemlich viel Energie und Rüstung sammeln, die wir nicht brauchen. Oh, okay. Aber die können wir ja nicht am Leben lassen. Wir haben ja festgestellt, dass alles, wo das Fadenkreuz grün anzeigt, wir angreifen müssen. Und die Gegner nerven jetzt schon ultra hart. Denn sobald man sie gekillt hat, teilen die sich auf. Das ist voll gestört. Und jetzt wissen wir auch, warum hier so viel Rüstung und Energie rumliegt. Nanu? Ach so, da sind sie. Hier sind sie abgeblieben. Die kleinen, komischen, weiß nicht, Minotauren? Nennen wir sie Minotaur? Minotauren, ja. Wusste nicht, dass die sich teilen können. Aber man kann sie killen, bevor sie aufstehen, nachdem man sie... Komm her. Oh, bleib weg. Da konnte ich mich auch nicht entscheiden. Ne, Schnitter? Was denn jetzt? Soll er herkommen oder wegbleiben? Ey. Ich hab nicht so gerne Axt im Rücken. Wohin? Soundtrack? Ah. Stimmt. Es gab noch keinen dynamischen Battle Sound. Damals. Bin ich hier richtig? Ich würde sagen, ja. Alter, die... Habe ich in der ersten Folge schon bemerkt. Das Trefferfeedback und die Steuerung sind sehr gewöhnungsbedürftig. Kommen sie auch mal runter? Yep. Weil das hier sieht nicht nur retro aus, es ist tatsächlich retro. Ah, grünes Fadenkreuz. Konnten sie auf jeden Fall zerstören. Munition sieht jetzt eher so nicht so aus. Ich weiß immer noch nicht, wofür das Gold ist. Ist da was drin? Nö. Okay. 200er Gesundheitspaket. Warum kriegen wir hier so fett Energie? Oh, oh, oh. Okay. Okay. Die haben Artillerie. Kann das sein, dass diese Dinger hier eine Art Standardgegner sind? Die Vögel nerven aber auch richtig hart. Erstmal wieder ans Retro-Zocken gewöhnen. Ich glaube, das dauert ein paar Folgen, bis ich mich daran gewöhnt habe. Denk ich mal. Die rennen da ins Wasser rein. Können die da wieder raus? Nicht, dass das so eine Töte alle Gegner-Aufgabe ist und die jetzt einfach im Wasser verschwinden. Wie kill ich die denn? Nein, nicht die Schaufel. Gib mir das hier. Oder gib mir das hier. Da ist doch Tod durch Schrot die beste Wahl. Oh, der kommt sogar so weit nach oben. Okay. Die Schrot streut gar nicht so hart wie gedacht. Ah, die Munition ist halt... erdürftig.
Muss ich echt da runter, um die zu töten, oder? Oh, jetzt auf jeden Fall was drin. Die Steuerung im Wasser ist auch eher nicht so toll. Gib mir das Gold, lass mich da wieder raus. Die lässt sich so schlecht angreifen unter Wasser. Sind die da gerade wieder rausgekommen? Und was muss ich überhaupt machen? Wo soll ich hin? Okay, ich würde sagen, wir töten erstmal alles und dann... Oh, Munition? Ja, cool. Besten keine Fragen stellen, sondern einfach alles töten, was hier rumrennt und dann wird schon irgendwo weitergehen, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier Endlosschleifen kommen. Ach, die stehen da oben. Dämmen. Ich weiß, dass da unten was drin war. Habe ich ihn erwischt zufällig? Also im Wasser ist wirklich nicht einfach zu zielen. Ja, ich musste sie töten, weil jetzt erst die anderen respawned sind. Oder gespawnt sind, nicht respawned. Also muss man tatsächlich alles töten, was hier so ist. Ja, aber kann man denn auch da oben rauf? Hier ein Vogel. Ah! Ach nee, die kommen runter. Ich höre doch noch einen. Ach, der ist hier noch im Wasser. Nicht nur der eine. Okay. Okay. Rüstung aber keine. Gut, gut. Aber in den Ecken waren wir noch nicht überall. Hm. Hier haben wir Rüstung. Vielleicht sogar eine 100er. Läuft. Ist da noch Munition irgendwo? Ja, hier. Okay. Da waren wir eben. Da könnten wir rauf. Was ist da hinten? Da hatten wir die Statue weggebröckelt. Ja, ja, ja. Aber ist hier noch was? Hm. Nö. Eher so... Nein. Heißt also, wir müssen hier rauf. Okay. Ah. Gold. Wofür? Also diese Statuen können schon... Ist das egal, wo ich lang gehe? Links oder rechts? Ist egal, ne? Ja, also beiden Seiten Gegner, ist egal. Einfach durchmähen, was soll's? Dafür sind wir hier. Wir wollen einfach alles platt machen. Wo seid ihr? Da. Da steht ihr auf. Also gleich wieder hinlegen. Was mir so auffällt, dafür, dass es von 2003 ist, sieht es auch für das Jahr eher so, naja, aus. Choose your power. Choose your power? Unsterblichkeit erwerben. Ist dafür das Gold? Was gibt's noch? Titanenbewegung. Titanenschaden. Titan Damage. Wir nehmen mal das. Use your power wisely. Okay, haben sie uns jetzt 50 Gold für abgezogen. Okay, also wir können also für 50 Gold an so einem komischen Ding offenbar eine Spezialfähigkeit erwerben. Okay.
Sollte man die sich vielleicht für irgendwelche Bossfights oder so aufheben? Ja, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Find the key, sowas hatten wir schon mal, aber waren wir denn hier überall? Oder ist hier noch was? Oh, da ist noch was drin. Wenn da noch was drin ist, will ich das haben. Ist doch ganz klar. Boah, Gold. Und... Hä? Hä? Wo kommt die denn her? Waren die Wachen hier? Naja. Wahrscheinlich. Waren wir denn jetzt überall? Also da haben wir gerade das Gold geholt. Da hinten die... die Spezialpower. Und hier hieß es eben Find the Key. Ist da wieder in so einer Base drin? Hm. Jo. Ist er. Ist denn diese Tür offen? Ja. Oh. Oh, das ist doch schön. Wir können direkt von hier einfach... Können wir die Statuen zerbröseln. Und wir ja wissen, dass das mittlerweile... auch Gegner sind. Können wir entspannt von hier doch schon mal... gechillt die Gegner killen. Also, mehr oder weniger gechillt. Man kann ein bisschen fummelig ausweichen. Wieso habe ich Schaden genommen, wenn seine Axt die Leiche getroffen hat? Ha! Wir müssen mal jetzt einsammeln, oder? Eine Tür wurde aufgeschlossen. Okay. Wahrscheinlich irgendwo unten oder was? Ja, und genau, unten war doch eine Tür, wo wir nicht rein konnten. Oh, das war sogar Gold wert. Wo ist denn der Verkaufsautomat? Da. Ja, nehmen wir das hier noch mit. Power of the Titans. Ja, hier haben wir so Titan-Power. Und ja, die Buttons oder das ganze HUD sieht ein bisschen seltsam aus. Das liegt halt daran, dass das Game eigentlich auf 4:3 Auflösung ausgelegt ist und wir es jetzt auf 16:9 haben. Ja, dann sieht das halt ein bisschen seltsam aus. Da? Sind wir jetzt da rein? Und da sind wir hergekommen, oder? Waren wir hier schon mal? Nö. Wir sind richtig. Das wurde jetzt ein Fehler auf das Laden, aber okay. War das Intro ja auch. Okay. Wir werden aber nett begrüßt. Das sind auch Statuen. Okay. Fadenkreuz sei grün. Also. Greifen wir sie mal an. Man weiß ja nie. Der trägt so eine Steinkugel. Soll das zufällig... Soll das etwa Atlas sein? Was sind das für eine Dinger? Kommt die denn eben alle her? Also die Gegner brechen einfach aus dem Boden raus, ja? Ja, läuft ja. Oh, eine neue Waffe. Oder? Ja, sieht so aus. Ja, bevor wir uns die holen, werden wir hier erstmal ein bisschen herum.
shaken, weil das eben irgendwie fehlerhaft war, aber okay. Dann sagen wir, wir uns erstmal umgucken. Weil, so wie ich solche Games kenne, so wie wir die Waffe einsammeln, bricht hier das totale Chaos aus, ist meine Vermutung. Zumindest war es ein Civil Sam immer so. Weil das hier ja, ja etwas Ähnliches ist. Ist hier ebenfalls das totale Chaos ausbrechen. Halt noch nicht so extrem, es ist erst der Anfang. Oh. Energie zum Overboosten. Munition, Maschinengewehr, alles klar. Lock and load. Lock and load. Okay. Ich bleib aber erstmal beim bei der Schrotze. Keine Ahnung, ich mag die Knarre. Aber ich befürchte, mit der Schrot komme ich nicht weit. Okay. Okay, wo ist das Ding? Da. Boah. Kann man mal nehmen. Ja, ein bisschen retro aus das Ding. Also über mangelnde Beschäftigung am Anfang kann man sich nicht beklagen. Kommt der denn her? Ich befürchte, es wird aber nicht nur bei den paar Dingern hier bleiben. Ich weiß doch gar nicht, auf wen soll ich zuerst halten? Die Dinger in der Luft oder die Dinger am Boden? Aber man kassiert trotzdem eine Menge Hits ein, ne? Auch wenn man konstant strafed. Gefühlt treffen einen primär die komischen Vögel. Ja, aber für die will ich das jetzt nicht verschwenden. Da reicht ja auch das hier. Oh, wir kriegen mehr Munition. Für eine zweite Welle, oder? Ist die weitere Munition einfach Belohnung? Nein, keine Belohnung. Second Wave. Weil eine Welle nicht gereicht hat. Gib mir doch die Schrot. Ja, leicht chaotisch. Kommt der denn wieder her? Kann man die... Die rollen so seltsam ineinander, die Skelette. Da weißt du gar nicht, ob sie tot sind. Oder nicht? Hey, Birdie Man. Birdie Man. Okay, nennen wir sie Birdie. Leichtes Chaos. Aber auch nur ganz leicht. Das ist ja schon fast übersichtlich. Wenn ich jetzt auch noch treffen würde, wäre das ein bisschen besser. Definitiv. Geht doch. Ich lerne dazu, ja? Wow. So, ist ja noch mehr Munition? Ja, und? Ja. Okay. Aber noch ein paar Gegner mehr. Das soll ja nicht in Langeweile ausarten. Ja, Bogenschützen, ne? Die hier die Zuschauerränge blockieren. Also konstant in Bewegung bleiben, ja? Müsste helfen. Es blendet aber auch die Sonne. Nervig. Wer denn, was denn, wie denn, wo denn? Ach da. Sind da gerade neue aufgetaucht? Ja.
Mal schon fast vor wie im Kolosseum hier. Nur nicht als Zuschauer, sondern als Attraktion. Geh mal aus der Sicht da, du versperrst mir die Optik. Wer ist die Bogenschütze wegplätten? Wobei die gefährlicher sind, die Vögel, oder? Kann man nicht entscheiden, was gefährlicher ist. Oh, eine Tür wurde aufgeschossen. Dann will ich mal glatt vermuten, wir haben es geschafft. Na ja, gut, ein Nachzügler. Den hatten wir wohl übersehen. Sind irgendwo Munition oder? Jo. Nice. So, Energie brauchen wir nicht. Rüstung brauchen wir auch nicht. Da ist auch überall nix. Okay. Hey, nerv hier nicht rum. Klappermann. Ja, also es gibt keine mangelnde Beschäftigung hier. Definitiv nicht. Oh, die explodieren. Okay. Und die zerbröseln. Okay. Ja, sieht nach einem Wohngebiet oder so aus. Also mehr oder weniger. Ruinenwohngebiet. Werden wir jetzt anschauen, aber... Oh. Aber was soll denn das? Geht doch. So, was wollte ich sagen? Genau, wir werden uns das Gebiet natürlich anschauen, aber erst beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.